Hello again! Ihr fragt euch bestimmt, alle für Nina? Hö, verstehe ich nicht. Was? Wie? Das erkläre ich euch gerne. Und zwar wurde die liebe Nina vom Kanal Nina Kutschera, ich hoffe ihr kennt sie, wenn nicht, ich verlinke euch alles in die Infobox, die wurde zum Live Entertainment Award eingeladen. Und zwar, weil die liebe Nina vor einiger Zeit bei The Voice of Germany mitgemacht hat und sozusagen ein wirklicher Promi ist unter den YouTube-Promis. Genau. Und sie hat mich gefragt, ob ich ihr helfen könnte. Und zwar geht es ums Thema gesunde Haut. Wie man durch Ernährung schon mal Pickel vorbeugen kann, weil bei so einem wichtigen Event will man ja nicht die schlimmste Haut haben. Und da habe ich so ein paar einige Tricks für dich, liebe Nina, und für euch alle, weil ich denke, man sollte das so im Allgemeinen in den Alltag einbauen, sich gesund zu ernähren, denn dann hat man die besten Voraussetzungen für eine schöne Haut. Und wer mit Neurodermitis oder so zu kämpfen hat, der wird diese Ernährung auch sehr gut tun. Also, wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht, dann bleibt dran und habt viel Spaß. Als ersten Tipp will ich euch auf den Weg geben, dass man viel trinken muss. Ich versuche immer 2 Liter auf jeden Fall am Tag zu trinken. Das schaffe ich auch meistens, weil ich trinke nur stilles Wasser. Und stilles Wasser fließt so richtig schön den Hals runter. Also da kann man schön viel davon trinken. Beim Mineralwasser mit Kohlensäure, da kluckert es dann so im Bauch und der Bauch ist voll. Und deswegen nehme ich Mineralwasser und das säubert den Körper, spült den durch und die Leber wird entlastet, die Nieren werden entlastet. Viel trinken ist einfach super und das sollte man, egal ob man jetzt reine Haut haben möchte oder so, sollte man immer machen. Also mindestens mal 2 Liter am Tag. Trinken, trinken, trinken. Trinken ist so wichtig und vor allem Wasser. Oder Tee vielleicht noch, aber da muss dann schon der richtige Tee sein. Und keine Cola, keine Fruchtsäfte, die bestehen nämlich nur aus Zucker. Ja, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Vitamin C. Hört man überall Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C. Vitamin C ist auch gut für die Haut, denn Vitamin C kräftigt das Bindegewebe, regelt den Feuchtigkeitshaushalt und regt das Wachstum der Haare an. Also wenn man jetzt nicht nur die Haut sieht, sondern auch die Haare und die Nägel, das ist ja alles so ein System. Ja, dann ist Vitamin C dafür zuständig und Vitamin C sind in allen Zitrusfrüchten, in Kiwis, in Beeren, einfach Obst, auch in Paprika oder in Kohl, Kartoffeln ist Vitamin C, zwar nicht viel, aber es ist drin. Ja, Vitamin C kann man auch als Ascorbinsäurepulver noch zusätzlich zu sich nehmen, aber ich denke, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann braucht man die ganzen Zusätze eigentlich gar nicht. Nur wenn es akut wird, also für dich Nina, falls du jetzt für dein Event vorbeugen willst, dann kannst du natürlich so Vitamin C ein bisschen höher dosiert nehmen. Biotin. Biotin ist so eine Sache, das findet man auch in Supermärkten, wenn man in der Drogerieabteilung schaut, also da, wo es die Mineralien gibt und die ganzen Sachen, die man sich dazu kaufen kann. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, Biotin ist sehr gut, weil es den Aufbau der Haut und der Fingernägel und der Haare reguliert. Also wenn einem Biotin fehlt, dann bekommt man brüchiges Haar oder einfach den splittern die Fingernägel so ab. Und Biotin ist zum Beispiel in Leber und Sojabohnen. Das ist vielleicht nicht so jedem seins. Was noch geht, ist Eigelb und Nüsse. Aber da kann man sich ja auch nicht so vollstopfen damit. Also ich habe schon selber Biotin-Kapseln genommen und das sollte man aber auch nicht übertreiben. Aber wenn man so ein wichtiges Event hat, dann kann man das schon mal machen. Und ich hatte damals sehr schnell gespürt, dass es irgendwie besser wurde durch das Biotin. Also man sieht, dass man sich einfach für eine schöne Haut sehr ausgeglichen ernähren sollte. Also ja, am besten jeden Tag Obst, viel Gemüse, so wenig Zucker. Zucker ist der Hautkiller Nummer 1. Also wer
unter Neurodermitis leidet oder schnell zu Pickeln neigt, der merkt, wenn er eine Tafel Schokolade isst oder irgendwas Süßes isst, dass die Pickel auf einmal sprießen. Einfach den Zucker weglassen. Fruchtzucker aus natürlichen, aus Äpfeln, also nicht Apfelsaft, sondern aus wirklichen Äpfeln, ist super. Das sollte man auch jeden Tag einen essen, aber den Zucker aus Süßigkeiten meiden. Und das, Nina, ist auch dein Tipp. Keine Süßigkeiten mehr vorm Auftritt, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Aber das würde ich nicht tun, wenn du keinen Pickel riskieren willst. Was ich persönlich als Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, ist Vitamin D. Das ist das Sonnenhormon. Also das bildet die Sonne. Beziehungsweise wir selber können es bilden, aber es geht nur, wenn die Sonnenstrahlen direkt auf die Haut kommen. Deswegen bin ich auch total abgeneigt gegen Gesichtscremes mit schon Lichtschutzfaktor drin, weil dann kommt gar nichts mehr an die Haut und dann kann man auch kein Vitamin D aufnehmen. Und Vitamin D ist so, so wichtig. Ich habe so ein tolles Buch über Vitamin D gelesen, also ein ganzes Buch. Und das war echt total krass, was so ein Vitamin D-Mangel alles aus- oder anrichten kann. Also ich nehme Vitamin D. Da sollte man aufpassen, da würde ich zuerst mit einem Arzt drüber reden, weil man das auch schnell überdosieren kann. Also es ist nicht so wie mit Vitamin C, wo der Rest wieder ausgeschieden wird, sondern mit Vitamin D sollte man aufpassen. Aber das Vitamin D, was normal frei verkäuflich ist, da hat man gar keine Probleme. Also da kann man fast nichts falsch machen. Aber insgesamt würde ich immer raten, vorher beim Arzt so einen Vitaminstatus machen zu lassen. Weil meistens steckt hinter schlechter Haut, schlechten Nägeln, schlechtem Haar immer ein Vitamin, ein Mineralmangel, einfach ein Mangel, der Körper dann in der Weise zeigt oder so auf sich aufmerksam machen will. Zusätzlich zu Vitamin D nehme ich immer noch Zink. Zink merke ich sehr, sehr gut. Also Zink ist bei mir top. Also man sagt zwar überall, wenn man normal isst, dann nimmt man genug Zink zu sich. Aber ich hole jeden Tag oder jeden zweiten Tag so eine Tablette. Das ist wie nur so eine Kur, die ich dann mache. Und das hilft mir sehr gut. Und ich merke, dass meine Haut dann auch besser wird und meine Fingernägel nicht mehr so rillig sind. Ja, Zink. Und das war's eigentlich an Nahrungsergänzungsmitteln, was ich so nehme. Vitamin D und Zink. Und das war's. So, liebe Nina, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Zusammengefasst, viel trinken, kein Zucker und vielleicht ein paar Mineralstoffe zu dir nehmen, die gut für die Haut sind, wie Biotin, Zink oder Vitamin D. Mehr kann ich dir auch nicht raten jetzt so im Schnellen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß auf den Live Entertainment Awards. Ich bin schon ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Aber du nimmst uns ja mit der Kamera. Deswegen ist das Ganze nicht mehr ganz so schlimm. Und macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüss.